Guten Morgen, heute ist Donnerstag. Ja, der erste Blick nach draußen zeigt einen leicht bewölkten Himmel mit aber sonnigen Abschnitten. Dann machen wir doch mal die Luke auf. Was verspricht der Tag heute? Ja, super. Ah. Ja, perfekt. So begrüßt uns der Morgen aus unserem eigenen Schiff. Ja, super. Jetzt müsste nur noch Wind sein, dass wir heute einen schönen Segeltag haben. Nach dem Frühstück haben wir dann das Boot soweit präpariert. Wir wollten zügig auslaufen, das schöne Wetter ausnutzen. Wind war mit Windstärke 2 bis 3 angesagt. Im Tagesverlauf sollten allerdings ein paar Gewitter aufziehen. Das heißt für uns Augen auf, an den Himmel gucken und die Wolkenbildung beobachten. Richtig Fahrt aufgenommen. Das klingt jetzt nicht viel, aber es sind bestimmt 7 bis 8 km/h, die wir gerade fahren. Und vielleicht haben wir ja noch Glück und noch eine Stunde hält der Wind. Und schon wieder kein Wind. Das Wasser ist spiegelglatt. Wir dümpeln hier so ein bisschen rum. Mal sehen, was uns der Tag noch so bringt, aber wahrscheinlich werden wir wieder mit dem Motor in unseren Heimathafen fahren müssen. Naja, aber Sonne haben wir, Erholung pur, das passt. Oh, total erfrischend. Wie warm ist das Wasser? 25 Grad, gell? So, und wie ist es? Schön. Obwohl kein Wind, fährt das Boot Schwimmgeschwindigkeit. Ich komme gut hinterher, aber wenn eine kleine Brise jetzt käme, hätte ich keine Chance mehr. Wir sind jetzt mal reingefahren, weil es sieht alles sehr dunkel aus und rundherum zieht sich zu. Hier scheint zwar gerade noch die Sonne, aber irgendwo ist das alles schwarz geworden. Ein paar Windböen sind schon da, also sehr unspektakulär. Wir gehen jetzt mal an die Hafenmauer und gucken uns an, was auf dem See noch passiert. Vielleicht ist auch gar nichts passiert. So, wir sind jetzt hier an der Hafenmauer. Ein paar Windböen da, aber alles sehr unspektakulär. Der See hat sich größtenteils geleert. Die Leute fahren alle rein. Sturmwarnung ist noch keine. Eben haben wir hier ein Schattmeierboot gesehen, was wohl ein Motorproblem hat. Die treiben jetzt raus aus dem Bodensee. Das ist das Schattmeierboot. Ja, wir haben schon um Hilfe gerufen, haben die Notschlacke in der Hand. Also von daher wird das jetzt nicht mehr lange dauern, bis einer vom Schattmeier kommt und die wieder reinzieht wahrscheinlich. Jetzt sitzen wir wie Waldorf und Stettler hier und warten auf die große Show, aber hier passiert nichts. Ja. Doch mehr Panik gemacht, als tatsächlich rausgekommen ist. Jo, keine Wellen, bisschen Wind, die Sonne sticht immer noch. Ja, ich glaube, das Gewitter zieht einfach vorbei. Auf der Schweizer Seite sieht es schon sehr trüb aus. Das sieht so aus, als würde es da auch ein bisschen regnen. Ich glaube, wir gehen jetzt aber ein schönes Ankerbier trinken, vielleicht auch zwei. So, oft werden wir gefragt, na, ihr habt so ein kleines Boot, wie macht ihr das denn mit der Kühlung?
klappt das denn oder ist das alles viel zu warm? Und wir haben da einen ganz einfachen Trick. Also nein, wir haben erstmal keinen Kühlschrank, weil wir auch keinen Strom, keinen dauerhaften an Bord haben. Wir haben zwar am Hafen immer ein Stromkabel gelegt und könnten somit auch eine Kühlung betreiben, aber wenn wir auf See sind, macht das so keinen Sinn. Und wir haben aber einen ganz anderen Trick und das funktioniert selbst im Sommer ganz gut. Zwar sind das hier unsere Vorräte und wie man schon sieht, liegen hier auch ein paar Getränke drin. Und da das alles im Wasser liegt, nimmt das die Wassertemperatur an und die beträgt momentan im Bodensee 15 Grad. Von daher ist das erfrischend und keineswegs zu warm oder das Wasser sogar vergammelt.